Guten Tag und herzlich willkommen zu Bewerbung auf den Punkt gebracht. Mein Name ist Jan Steffen und ich freue mich, Sie durch die nächsten 4 Sessions unserer Lernreihe begleiten zu dürfen. Heute sprechen wir mit dem Unternehmer Christian Emigholz von Reifen Emigholz. Wir freuen uns sehr, bei Ihnen zu Gast sein zu dürfen und Fragen zur aktuellen Bewerberlage zu stellen. Herzlich willkommen. Vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Sehr gerne, freue mich sehr. Hey Emigholz, Reifen Emigholz wird vielen in Bremen ein Begriff sein, aber fassen Sie doch einmal kurz zusammen, was Sie den ganzen Tag so tun. Ja, Reifen Emigholz sagt schon vieles, aber wir heißen ja eigentlich Emigholz Reifen- und Kfz-Service. Wir kümmern uns um PKWs rundum, natürlich von den Reifen, aber auch Ölwechsel, Inspektion, Bremsen, machen wir alles. Ein ganz großer Teil unseres Geschäfts ist allerdings der Nutzfahrzeugreifenservice. Wir kümmern uns um die Reifen von LKWs, von Traktoren, von Hafengeräten, Gabelstaplern. Das ist das, was uns seit 4 Generationen auszeichnet. Uns gibt es seit 1929. Wir sind ca. 200 Leute und 17 Filialen im ganzen Nordwesten Deutschlands. Wow, ein ganz schön großes Unternehmen, erklärt eindeutig, warum der Name auch in Bremen und im Umland so ein Begriff ist. Unser Thema heute ist Bewerbung. Dazu würde ich Ihnen gerne ein paar Fragen stellen. Die ganze Branche und spricht vom Fachkräftemangel. Sind Sie davon auch betroffen? Ja, wir sind natürlich davon auch betroffen, wobei nicht so hart. Ich habe jetzt gerade mal eine Analyse gefahren. Wir sind eigentlich einigermaßen gut aufgestellt. Wir suchen immer junge Leute als Nachwuchs, aber wir haben jetzt nicht ohne Ende offene Stellen. Wir kriegen es schon noch hin. Aber wäre den Anfängen, sage ich immer, wir wollen natürlich ausbilden, damit wir auch in Zukunft nicht vom Fachkräftemangel betroffen sind. Super. Hey Emigholz, was muss ich als Bewerber denn tun, um Sie zu überzeugen? Sie müssen gar nicht mich persönlich überzeugen, Herr Steffen. Sie müssen unsere Betriebsleiter überzeugen. Denn im Betrieb, das ist Ihr tägliches Tun dort. Und der Chef im Betrieb ist der Betriebsleiter. Und der Betriebsleiter entscheidet darüber, ob Sie ins Team passen oder nicht, ob Sie handwerklich geschickt genug sind. Das heißt, wenn Sie zu uns wollen, dann rufen Sie beim Betriebsleiter an oder gehen direkt vorbei in der Filiale, fragen, ob Sie ein Praktikum machen dürfen. Und dann lernt man sich mal kennen. Sie gucken sich an, ob die Tätigkeit zu Ihnen passt. Der Betriebsleiter, das Team lernt Sie kennen. Und dann haben wir eine viel bessere Einschätzung dazu, ob wir zueinander passen oder nicht. Das heißt, der Bewerber oder die Bewerberin darf einfach vorbeikommen oder vorher einmal anrufen? Genau, sowohl als auch. Geht beides. Genau, anrufen geht. Wir rufen auch zurück. Man kann eine E-Mail schreiben, rufen wir auch zurück. Aber wir haben die Erfahrung gemacht, viele wollen sich auch direkt vielleicht so einen kleinen Eindruck vor Ort dann machen. Und dementsprechend ist es eigentlich ganz gut, einfach vorbeizukommen. Vielleicht nicht in der Hauptsaison, wenn Reifenwechsel ansteht. Also eher so im Sommer, in den Sommermonaten oder im Januar. Die Reifenwechselsaison ist immer zwischen April und Mai und zwischen Oktober und November. Dann ist immer ein bisschen stressig bei uns. Okay, also am besten vorher einfach anrufen. Nicht, dass man dann vielleicht doch zur falschen Zeit da ist. Korrekt. Und dann vielleicht Zeit nehmen für so ein Praktikum, so 2 Wochen oder sowas wäre ganz schön. Klar, eine Woche geht auch, aber man will ja wirklich auch einen guten, fundierten Einblick dann bekommen. Sowohl die Bewerberinnen, die Bewerber von uns, als auch wir von den Bewerbern. Klar, also das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Viele denken ja immer, Praktikum, das ist quasi eine billige Arbeitskraft, aber es geht eben darum, dass beide auch einen Einblick bekommen, ist das ein Beruf für mich und passt der Kandidat? Definitiv. Und da würde ich auch immer als Unternehmer sagen, wir investieren dann ja auch in den Praktikanten, in den Auszubildenden, die Arbeitszeit. Wir wollen ja unser Wissen auch weitervermitteln. Wir wollen ja auch dafür werben, was wir hier tun. Dementsprechend ist es keine günstige Arbeitskraft, sondern jemand, der halt wirklich was lernen kann, wenn er eben die 2 Wochen hier bei uns ist oder sogar eine Ausbildung macht. Klasse. Hört sich super an. Wenn ich mich als Bewerber vielleicht nicht traue oder einfach den klassischen Weg wählen möchte und eine Bewerbung schicke und einen Lebenslauf, worauf achtet man da? Was ist dabei wichtig? Also, oder andersrum gefragt, was kann ich dabei so alles falsch machen? Da werden Sie sicherlich das ein oder andere schon gesehen haben. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also wir haben ja 3 Ausbildungsberufe, muss man sagen. Und das eine ist der Kaufmann für Groß- und Außenhandel, das andere ist der Kfz-Mechatroniker und das dritte ist unser Beruf, der unsere ganze Branche kennzeichnet, nämlich der Mechaniker für Reifen- und Vulkanisationstechnik. Bei den beiden handwerklichen Berufen kommt es auf handwerkliches Geschick an. Es kommt darauf an, dass man ein bisschen ein Verständnis dann auch hat von Autos oder auch ein Interesse an Autos hat. Und vor allen Dingen, und das ist ganz entscheidend, man muss gut ins Team passen. Man muss handwerklich geschickt sein, man muss gut ins Team passen und man muss auch anpacken wollen. Das ist eigentlich das, worauf wir am ehesten achten. Wenn Sie fragen, die Bewerbungsunterlagen selber sind für uns gar nicht so richtig entscheidend. Weil, also, das ist viel Text, da steht viel drin, aber kann man immer noch nicht richtig erkennen, kann man den Menschen nicht in die Stirn gucken oder kann man nicht richtig erkennen, was ist das für ein Typ, was ist das für eine Typin. Deswegen am liebsten direkt vor Ort einmal einen Eindruck vermitteln. Ja, häufig passt ja auch das Anschreiben, das ist die Erfahrung, die wir machen, häufig passt das Anschreiben ja auch gar nicht mehr so sehr zum Schüler oder zur Schülerin, weil sehr viele daran rumkorrigiert haben. Stimmt. Eine Idee hatten, wie man so ein Bewerbungsschreiben schreibt und am Ende spiegelt es ja nicht mehr die Persönlichkeit des Schülers oder des Bewerbers wider. Absolut, absolut. Also, und ist auch
auch also selten so, dass ich sag mal, also dass es irgendwelche No-Gos für uns gibt. Also Sie haben anfänglich den Fachkräftemangel angesprochen. Wir freuen uns ja über Bewerberinnen und Bewerber. Deswegen sind wir jetzt nicht, wie das vielleicht noch vor 20 Jahren der Fall war, diejenigen, die mit großen Stapeln von Bewerbungen dann am Schreibtisch sitzen und dann ganz schnell aussortieren. Der große Stapel ist mittlerweile ein kleiner Stapel geworden oder vielleicht auch gar kein Stapel mehr, sondern die Mitarbeiterinnen und die Mitarbeiter der Zukunft kommen dann direkt eben bei uns vorbei oder lernen uns dann direkt vor Ort kennen. Das wird bestimmt viele interessieren. Wie lange nimmt man sich Zeit, um, wenn es denn Bewerbungsunterlagen gibt, diese einmal zu sichten? Ja. Wenn der Stapel nicht mehr so groß ist? Ach, dann, also schon 5 Minuten, würde ich schon sehen. Aber Ihr Punkt ist auf jeden Fall richtig gut. Also die Anschreiben sind oft korrigiert von, ich weiß nicht von wem, aber mehrfach korrigiert, dass man auch wirklich dann erkennt, also das kann er sie nicht selbst geschrieben haben. Ja. Und dann denken wir uns auch, also warum so viel Zeit da rein investieren, wenn es doch sowieso gar nicht darum geht, dass man irgendwie ein schönes Anschreiben hat, sondern es geht einfach darum, ja, habe ich schon ein paar Mal gesagt, der Mensch muss in die Welt passen und zu uns passen. Was mich bei solchen Anschreiben auch immer wieder überrascht, ist, dass jemand mit 14, 15 in der Einleitung dann schreibt, schon immer wollte ich diesen Beruf machen, ohne vorher überhaupt Berufserfahrung gesammelt zu haben. Das heißt, das merken Sie als Unternehmer auch, dass das dann teilweise vorgegeben und eben nicht echt ist. Man hat sich über die Jahre an so Floskeln gewöhnt, aber das ignoriert man mittlerweile auch. Also auch das Anschreiben ist nicht so, also wenn wir jetzt über Papier tatsächlich reden, das Anschreiben ist nicht so entscheidend wie der Lebenslauf. Aus dem Lebenslauf kann man eigentlich meistens immer schon sich ein besseres Bild machen, als das, was da eben in diesem gekünstelten Text so drin steht, muss man sagen. Also wenn, dann der Fokus klar eher auf den Lebenslauf und natürlich vorzugsweise digital, gehe ich von aus, per E-Mail, PDF, wenn man den Weg in die Filiale vielleicht noch nicht gehen möchte. Genau, absolut. Wir akzeptieren auch Post. Als Traditionsunternehmen können wir auch immer noch mit Papier umgehen. Sehr gut. Eine Frage, die wir häufig gestellt bekommen, ist die Frage zu den Hobbys. Ich erinnere mich an meine Zeit in der Schule, da hieß es, ich soll Hobbys haben, die meine Persönlichkeit positiv darstellen. Und dann habe ich Lesen als Hobby angegeben, ich erinnere mich, und wurde dann im Vorstellungsgespräch gefragt, welches Buch ich aktuell lese. In diesem Moment habe ich gelernt, dass ich künftig nur noch die Wahrheit sage. Und nichts als die Wahrheit. Nichts als die Wahrheit, wenn es um sowas geht. Aber eine Frage, die häufig diskutiert wird, sind Sportarten wie zum Beispiel Fußball. Fußball zeigt auf der einen Seite ja die Teamfähigkeit, auf der anderen Seite birgt es aber auch ein Verletzungsrisiko. Und dieses Verletzungsrisiko kann ja dann einen Arbeitsausfall zur Folge haben. Stimmt. Berücksichtigen Sie das? Ist das ein No-Go, wie man sagen würde? Wir berücksichtigen es eher positiv, weil für uns zeigt, wenn man Fußball spielt, wenn man Handball spielt und was es auch sonst an Teamsportarten so gibt, das zeigt halt eben, dass man ein Teamplayer ist. Wir haben sogar Betriebsleiter, die sagen, also der spielt Fußball, der spielt kein Fußball, ich nehme den, der Fußball spielt. Ah, okay. Also das ist wirklich auch ein Qualitätsindikator bei uns, wenn man halt eben Teamsport auch macht. Man kann sich natürlich auch bewerben, wenn man keinen Teamsport macht, ganz klar. Und bezüglich Verletzungsrisiko, ja, das ist real, das muss man klar sagen und da haben wir natürlich auch kein Interesse dran. Wir haben einfach die Hoffnung, dass diejenigen, die dann Fußball spielen und Teamsport machen, das so gut machen, dass sie oder so gut können, dass sie sich nicht verletzen. Okay, super. Also kein Ausschlusskriterium, wenn ich eben zum Beispiel Fußballer bin, sondern eher der Teamsportgedanke eher positiv sozusagen. Eine letzte Frage habe ich noch, Herr Emigholz. Wir haben ja häufig auch mit Bewerbern zu tun aus anderen Kulturen, die unter anderem zum Beispiel geflüchtet sind und wo Fälle eingetreten sind, dass die Bewerbungsunterlagen durch die Flucht abhanden gekommen sind oder andere Herausforderungen sind. Was mache ich, wenn ich als Bewerber bei Ihnen arbeiten möchte oder als Interessent bei Ihnen arbeiten möchte, aber zum Beispiel keine Bewerbungsunterlagen mehr habe und einfach nicht in Anführungsstrichen sauber nachweisen kann, wie meine Laufbahn gewesen ist? Ja. Wir sind da im Vergleich zu so mancher Behörde relativ entspannt, weil, also haben Sie vielleicht so ein bisschen auch rausgehört, Papier ist für uns gar nicht so entscheidend, was da drauf steht. Für uns ist entscheidend das handwerkliche Geschick, das sieht man dann in der Praxis oder halt eben, dass man ein guter Teamplayer ist. Das heißt, es kommt gar nicht so sehr auf die Unterlagen an. Allerdings muss ich einschränkend sagen, dass wenn man eine Aufenthaltserlaubnis haben möchte oder dann nachher eine Einstiegsqualifikation, einen Ausbildungsplatz, dass man dann auch nachweisen muss, dass man bestimmte Fertigkeiten schon in seinem Heimatland erworben hat. Oder wenn man dann einen Job übernehmen möchte, ganz ohne Einstiegsqualifikation und Ausbildung. Genau. Also dementsprechend, die Behörden stellen sich da manchmal quer, wir nicht. Okay, also bei Ihnen zählt das, was der Bewerber kann. Und man könnte sagen, Papier ist geduldig, die Leistung ist die, die am Ende überzeugen muss und der Einsatz. Und wie Sie gesagt haben, er muss in die Welt passen, in die Welt von Emigholz. Herr Emigholz, vielen Dank, dass wir heute bei Ihnen zu Gast sein dürfen für das spannende Interview. Und dann wünsche ich Ihnen auch für das kommende Jahr alles Gute und denkbar viel Erfolg für Ihr Familienunternehmen. Herzlichen Dank. Danke. Bis bald wieder. Vielen Dank. Vielen Dank.